Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Alpha 18.3. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, ich sehe gerade was Seltenes und zwar einen Sonnenaufgang in 7 Days to Die. Ich habe ja immer das Pech, dass ich am Abend joine, aber nö, jetzt ist es gleich 6 Uhr. Perfekt. Gut, dann heißt es wieder ans Werk. Wir brauchen noch Geschütze und dann warte ich mal auf eine Hordennacht. Okay, wir müssen noch viel mehr machen, als nur ein paar Geschütze bauen. Hier drinnen sind jetzt zwei weitere Schrot-Flinten-Geschütztürme. Die haben wir gebaut. Das kann ich auch mal mitnehmen. Hat zwar keinen Sinn, weil unten schon alles fertig ist. Trinke einen Schluck Mineralwasser. Warum auch immer. Und freue mich meines Lebens. Was ich die ganze Zeit nicht mehr gemacht habe, war, schauen hier, meine Ruhmpunkte. Und wir waren ja irgendwo bei Intelligenz gelandet, ne? Superhirn kostet, glaube ich, 3. Ich glaube, ich will ein Superhirn werden. Viel fehlt ja nicht mehr. Und dann werden wir ein Superhirn. Ich freue mich. So. Schön. Also es läuft, es läuft. Die Mods haben irgendwo nicht geklappt. Der Pete, der hat's probiert, aber irgendwie hat das mit den Mods noch nicht so hingehauen. Ich denke, das Thema ist noch nicht gegessen, aber ich halte euch dann natürlich auf dem Laufenden. So, wir installieren mal schnell die beiden neuen Geschütze. Und ja, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen, habe fast die ganze Nacht durchgearbeitet, aber habe trotzdem Lust auf ein schönes Video, denn gestern ist es ausgefallen. Gestern habe ich es leider nicht geschafft. Manchmal ist das so, da schaffst du nicht das, was du willst. So, dann sind wir ja hier, zwei Stück. Einmal hier eins, würde ich ganz grob schätzen. Naja, ist nicht ganz dahin gegangen, wo ich wollte. Zack, zack. Bohrer brauche ich halt nicht, stimmt. So. Drehen, wie ich ihn drehen will. Und beschütze gleich noch hier die Mine mit. Ach, das muss auch noch weg. Und dann fehlt immer noch eigentlich richtig viel. Was richtig viel fehlt, sind diese blöden Schrotflintenteile. Ne, das ist immer so eine Sache hier. Verkabelung. Bup. Bup. Alles direkt erledigen. So, verkabelt ist es. Kein Strom. Der Generator ist bestimmt wieder leer, denke ich mal. Ansonsten seht ihr, was so im Radius hier so abgedeckt ist. Die ganze Basis im Endeffekt. Aber die Dinger, die werden eine Menge Munition verpulvern, glaube ich. Eieiei. Da ist die Frage, wo kriegen wir die alle her? Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Plan. Oh, ja, ich kann durch den Zaun laufen. Ist ja kein Strom drauf. Wir waren schon lange nicht mehr auf dem Friedhof. Und haben geplündert, das machen wir nochmal ganz schnell. Haben wir wirklich schon lange nicht mehr gemacht. Ach, hier habe ich das erste Mal gebuddelt und war falsch rum. Und freuen uns unseres Lebens, wenn wir was Schönes finden. Oh. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Lootpunkt als so ein blöder Friedhof. Was mich echt wundert. Ja, das ist schon mal gut, genau die brauche ich. 4 Schuss mehr. Jetzt soll mich sterben ja nicht bei jedem Hit, ne? Also die Schrotflinten schießen ja von ziemlich. Wow! Noch eine. Oh, und heute ist ja Montag, Walking Dead Time. Die Staffel 10 läuft ja gerade aktuell. Hält doch was aus hier, der Bub. Dann habt ihr mich jetzt erschrocken gerade. Huh, der auf dem Friedhof von Zombie. Wer hätte denn damit gerechnet? Wieder eine Innekirche der Ramazama machen. Gut, weiter geht die Suche. Nach spannenden Items. Es gibt einfach richtig gute Sachen hier drin. Aber das muss ich jetzt nicht, glaube ich, 5 Millionen Mal sagen. Ne? So. Komm her, Baby. Gib mir Gold. Cool, so. So. Aber ich bin super müde. Aber ich habe keine Lust, jetzt schön im Bett zu liegen. Das ist doofe daran. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal lange wach wart. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her auf einmal? So. Mal lange wach wart, dass man nicht sofort müde ist, wenn man dann zu Hause ist. Das ist echt schwierig. Mann. Das ist Sachen, die ich nicht will. Auch nicht. Messing braucht man ja für die Schrotpatronen nicht. Man braucht ja Papier. Und wir können einige herstellen, glaube ich, wenn wir ein bisschen Papier gesammelt haben.
Aber das ist jetzt nicht primär. Wir brauchen eigentlich Schrotflintenteile und dafür brauche ich eine Schrotflinte, um zu zerlegen. Oder die Teile findet man ja auch so, aber das ist eher selten. Das wäre Papier gewesen, Tim. Naja, das ist jetzt nicht der Rede wert, aber egal. Bogenschießen für Rangers lese ich jetzt gar nicht. Ich schieße nie mit dem Bogen. Ein Schießpulver lassen wir auch eiskalt liegen. So, einmal um die Kirche rum. Mal ein bisschen entspannt heute bleiben. Und die nächsten Überraschungsbesucher abwarten, die dann da kommen. Boah, ey. Warum ist so viel Munition in den Gräbern? Das würde ich gerne mal wissen. Nein, die Farbe brauche ich nicht. Die brauche ich gar nicht. Das ist kein Sarg. Jetzt habe ich wieder falsch rumgebuddelt. So. Vielleicht sind wir soweit. Und dann geht's auf Schrotflintensuche. Ich weiß noch nicht wo. Hätte ich auch zerlegen können. Aber ich bin ja der Wegwerftyp, ne? Immer gewesen schon. So eine doofe Dose zerlege ich da dann wieder. Zack, 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 zack. Leute, was schaffen. Oh ja, stimmt. Da gab es ja noch dieses blöde Öl. Oh. Mann, Schrot finden. Wo findet man die gut? Die dicke Schrotflinte. Also es gibt ja normale Schrotflinten, es gibt ja diese dicke Schrotflinte, ich glaube, die geben aber alle relativ die gleichen Teile, oder? Und ich habe alle, glaube ich, schon zerlegt. Ich hatte ja tatsächlich zwei auf Lager. Da muss ich mal ganz schnell äugeln gehen. Schöpfung. So, ist überhaupt einer online? Mal kurz gucken. Jo. Eigentlich ist immer einer online, das finde ich echt gut. Ich dachte, den Server hat damals gar keinen interessiert, aber dann waren die länger und öfter drauf als ich selber. Was ich natürlich feier. Waffen waren hier. Ich weiß nicht, dass ich da irgendwas übersehe an Schrotflinten. Da ist zum Beispiel eine 5er Schrotflinte. Die würde ich echt mal zerlegen. Und bekomme drei Schrotflintenteile. Das ist ja genial. Genau das, was ich brauche. Wir sammeln uns hier das Zeugs überall zusammen. Schwarze Farbe war drin. Ah ja, das ist ein Durcheinander bei mir hier drin. Das gibt's gar nicht. Zwei Sägen. In den einfach noch eine Säge. Was hat das Öl? Boah, ist einfach komplett verpulvert, ey. Wahnsinn. Das Papier und der Schrot und das Zeugs. Tausend? Weiß ich, was man wie oft braucht. Falsch. Schrot. 250, denn wir haben Schießpulver 1000 von 1000. Grober Schrot. Okay, jetzt muss ich mal. Ich mach mal auf 1, dann sehe ich es besser. Also, wir brauchen mehr Schießpulver. Alles klar. Verstanden. Direkt schon mal welche im Auftrag geben. Warum nicht, ne? Nehmen. Mal gucken. Nein, falsch. Oh, ich bin zu müde. Ich darf keine Videos machen, wenn ich so müde bin, ne? Schrot. 51 Minuten 44. Aber guck mal, 600. Ach, richtig viele Schuss. Leider immer nur ein 150er Stack. Deswegen muss man da oben echt hier und da mal ausräumen. Dann befeuern wir damit. Ich mache ihn aber noch nicht an. Den damit. Ich habe, glaube ich, jetzt nichts wirklich zu verbrennen, ne? Schrotflintenteile sind am Start. Das ist gut. Grober Schrot kommt zurück. Genauso wie ihr. Zwei Schießpulver. Wunderbar. Und ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee.
voll. Alles, was keine Miete bezahlt, fliegt hier eiskalt raus. So, gut. Dann läuft ja mal die Schrotflintenmunitionsherstellung. Das ist ein Zufallsprodukt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber habe es gemacht. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben neben uns den Shop, der nicht geöffnet hat, aber es gibt scheinbar mehrere Eingänge hier. Ah, für mich offen gelassen. Durcheinander, ja, so kenne ich das nicht anders. Von mir. Bücher. Warum habt ihr die alle bloß gefunden, ey? Aber ihr seid ja auch viel mehr unterwegs als ich. So, schön. Dann, Schrotflinte. Schrotflinte. Wir können zum Händler spazieren, würde ich sagen. In dem Haus war ich schon lange nicht mehr drin. Das ist bestimmt noch ungelootet. Die Arcadia ist ein Trommelmagazin. 58 Schuss. Das können wir ja mal ausprobieren. Oh, dieser Unterschied. Wie gesagt, ich versuche heute Superhirn zu werden. Dann habe ich wenigstens auch einen Titel für die Folge, außer Timmy der Verwirrte. Eierkopf. Schade, hatte ja wenigstens ein Öl. Zack. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Handwickel. Kann immer Wasser gebrauchen. Und wir brauchen Zombies dafür, dass wir looten können. Zombies. Oh, das macht mir Stiche. Schrankfrau. Oh, schon down. Heute wäre Hordennacht, sehe ich gerade. Ach, jetzt brauche ich aber mehr Geschütze. Nicht gut. Ich habe was gesehen, geil. Das habe ich echt noch nicht gelernt, der Lenkrad. Cool. Was Neues. Chemie. Leere Gläser. Leere Gläser, ganz viele sogar. Die lassen wir einfach mal drin. Ich hätte sie rauswerfen können, aber ist mir jetzt egal. Ist mir doch sowas von... Scheißegal, nein, Quatsch. Hoch. Da wird es ja nochmal spannend. Halt mal, ich mach mal... Ah, nee, der hat ja nur so eine kurze Wirkdauer von 45 Sekunden. Dafür brauchen wir dann auch ein paar Zombies in der Ecke. Schau mal, ob das irgendeine Wirkung hat. Da ist eine. Ist keiner. Oh, hat selber gefunden, geil. Geil. Ist ja nur eine Zweier, aber ich habe sie selber gefunden. Dö. Geiler wäre natürlich gewesen, wenn, wie das auch immer da reinpasst, das kleine Ding, ne? Wenn's, komm, ich mach das aus Spaß. Eine Schrotflinte gewesen wäre. Ja, irgendwie spüre ich nichts. Es macht mich einfach nur stärker, kann das sein? Aber ich brauche keine Stärke. Ich bin stark genug für diese Welt. Sehr schön. Credenz. Und die Quests sind super langweilig. Brauch viel Papier. Okay, das waren die letzten beiden, die ich noch erledige mit dem Boost. Der könnte ein bisschen länger sein, finde ich, der Boost. Das ist ja nix. Interessanter Raum ist ja noch da oben. Na,
Ah, Superhirn kommt immer näher. Trommelmagazin, was man nicht sieht, nachladen. Und hier oben ist ja auch mal die Hölle los. Jetzt mal hier oben warten sollen, wäre schlauer gewesen. Halt doch nicht immer hin. Boah, was war das denn? Was war das Äffchen, ey? Voll der Simulant, habt ihr gesehen, der dürft sich viel später hin, als er muss. Nein, nicht nachladen, ist das gut. Wo bist du bloß hingeflogen, ist die Frage. Wo müssen wir lösen? Einen geschickten Granatenwurf? Natürlich kein geschickter Granatenwurf. Schrotflinte, Schrotflinte. No. Pumpgun. Zerlegen. Da. Vier Teile gibt es ja daraus. Das ist ja geil. Das war ein Erfolg. Das war ein Erfolg, Leute. Will ich nicht essen. Wo erschäbe ich? Die gute Hütte hier. Wo bist du, mein kleiner Springer? Mach mich zu einem Superhirn. Wo ist der? Ja. Ich kenne das gar nicht. Dass sie so krass springen, ne? Hui, oh. Okay, Tag 532 und ich habe jetzt schon wieder... Ich könnte wieder zwei Geschütze bauen, wenn ich das Öl dafür hätte. Das ist natürlich tricky. Das Öl ist immer so eine Sache. Wo findet man gut Öl? Das ist so die Frage der Fragen, die ich jetzt gerade frage. Fallen denn alle so schnell tot um? Das ist ja gar keine Herausforderung mehr. Okay. Das ist auch normaler Eisenbrustpanzer, den Watten. Also ich habe gerade... einen wirklich besseren. Wartet mal, tragen. Blödsinn, ich bin auf falsche Option die ganze Zeit. Hier drauf. Verändern. Muss die Teile ja beibehalten. Was auch immer das hier ist. Ich glaube, ich weiß es mittlerweile. Nein, nicht die Compound. Und ist auch aus Eisen. Sieht irgendwie nach Eisen aus. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Armbrust, ne? Zerlegen. Ach ne, da sind nur Armbrustteile. Weg damit. Das fällt mir nämlich gerade ein. Hier diese komischen Teile, die wir mal einsammeln, die ich nie benutze. Zack. Brustpanzer. Nochmal viel stärker. Verändern. Erstmal ein Färbchen rein. Dann haben wir die Möglichkeit, noch bessere Panzerung. Und dann unsere alten Mods wieder reingemacht. Sehr cool. Aber die sieht nicht so stabil aus. Panzerplattenmod. Hm. Immerhin, immerhin. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Ich bin der Zerleger. Oh, Schrotflintenteile, Schrotflintenteile. Einfach auf gut Glück. Nee, in der Schule finde ich keine, bestimmt nicht. Das wäre zu makaber. Hm.
voll stark vor, ey. Was ist los mit dem? Kommt ganz dusselig immer auf der rechten Maustaste, dann zielt er. So, Level Up Incoming. Dauert immer länger, ne? Aber ist auch normal. Und warum sind hier jetzt Grüne drin plötzlich? Ich werde das niemals verstehen in diesem Spiel. Ach ja, hier. Hier war doch der eine Raum. Wie war er so aus? Jawoll, es war eine 6er, aber zerlegen. Was gibt's dafür? Keine Ahnung. Ach, hier den Mist. Ist wahrscheinlich besser als die anderen Platten, aber egal. Könnte ich mal ein bisschen Heilung. So. Wir sind jetzt stolze Besitzer von 12 Teilen. Geil. Irre. Bin gerade richtig stolz auf mich. 12 Teilen. Das sind nochmal 4 Geschütze. Aber wir brauchen dieses fucking Öl. Wir können gar nicht heilen, weil wir erstmal uns verbinden müssen, ne? Ich habe, glaube ich, nichts mehr zum Verbinden. Das muss ich nochmal schnell basteln, wenn ich einen Vorhang finde. Ist das nicht eine zweite Etage hier? Ist das so ein Riesenhaus? Wenn man die Häuser nicht mehr an ist, weiß ich auch nicht. Oh. Letzte. Oh, wir haben gelevelt. Wir können Superhelden werden. Wir können jetzt offiziell Superhirn Tim werden. Was uns unsere Geschütze einfach mega verbessert. Für eine Hordennacht, die auf uns wartet. Echt trübes Wasser. Das Superhirn im Glück. Wartet ab. Zack, zack. Intelligenz, Superhirn. Du bist ein wahres Superhirn. Du verursachst 300% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit Schockstäben und Schrottgeschütztürmen eine Chance auf 50% Ziel zu ver... Oh, egal. Das will ein Superhirn werden. Geschütztürme, wo warst du nochmal? Ich habe so lange nicht mehr reingeguckt hier. Turmliebe. Hier machst du dir mehr Schaden. Hoppala. Na gut, kann passieren. Wir machen 300% Schaden mit Kopfschüssen. Superhirn. Und er ist auch noch so müde. Ein super, super müdes Superhirn. Öl. Oh. Oh, ist alles voller Grüne. Oh, ein grüner Springer. Football. Wir haben mal 5000 Erfahrungspunkte gemacht mit ein paar Zombies. Irre. Auch kaum Munitionsverschwendung, aber ich muss auch ein bisschen Munition sparen, ne? Weil wir haben die hier gut gefunden. Ich glaube, die haben wir zur Verteidigung dann von oben auch noch ganz gut. Sind immer leer, die Dinger hier. Ich habe selten da was drin gesehen. Also, wenn überhaupt je. Gut, dann mal schnell nach Hause und gucken, ob wir noch Ölschiefer haben. Dann produzieren wir ein paar Dosen.
was so schön ist. So. Ich hab heute so wieder so offen so gesagt. Es tut schon wieder weh. Zerlegen. Guck mal, da wohnen wir schon. So weit waren wir gar nicht weg. Das ist der Friedhof, den wir gerade gelootet haben. Und dann geht's Rundi. Okay, das Problem ist, wie gesagt, dieses doofe Öl. Den Rest, den haben wir eigentlich ganz gut. Es gab ja einen Verkehrsunfall hier auf der Straße. Hier wurde leider gegen den Zäunen gefahren mit dem Fahrzeug, weil das wirklich nicht so geschickt war, die auf der Straße aufzubauen. Die Community ist halt einfach voll vorgepfeffert, weil man fährt viel zu schnell hier vor und dann bumm, haben sie mir die zerstört, aber die haben sie wieder aufgebaut. Na, dafür haben sie den Block jetzt hier gelegt. Aber ich glaube nicht, dass eine Hordennacht überstanden werden kann mit meinem paar Geschützen hier. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich werde es nicht schaffen, die heute aufzunehmen, diese Hordennacht. Aber die nächste, die kommt bald. Also, das wird klappen. Warte, der muss doch runter. Jetzt zerschmettern wir eher die Tür hier unten. Und stürmen das ganze Gelände. Bevor ich hier schaffe. Oh, guck mal. Das wird mal wieder nötig. Jetzt wäre ein super hier. Jetzt klappt das alles ganz gut. Ölschiffe, Ölschiffe, Ölschiffe. Wir haben den Plan, Ölschiffe zu besorgen. Denn wir wollen ja. Guck mal, ich habe noch. Das 23 ist nicht viel. Hab nur leider 4 doofe Ölflaschen, das ist alles. Viel geschmiedeter Stahl. Warum ist denn hier mal Zement drin? Das kann da rein. Ups, einschalten. Eisen ist wie viel da drin? 8000 noch was, das ist ja gut. Da können wir dann ein paar Dosen herstellen. Denn die brauche ich ja für dieses Öl. Da. Ölschiefer 24, das ist nicht wenig. Und ihre Dosen eine. Kann man eigentlich so eine Rakete einschmelzen? Ich habe ja nicht mal Raketenwerfer. Also tatsächlich. Will ich aber nicht. Das ist Munition. So, dich bräuchte ich dann. Das hat sich ja gelohnt, um umstecken. Maschinengewehr ist modifiziert. Und jetzt werfe ich diese blöden Bäume weg. Die nerven mich schon die ganze Zeit. Papier. Bisschen umräumen, ordentlich machen. Ich habe eine Machete, sehe ich gerade. Dummer Messinggriff. So, ordentlich sortiert. Gut, das haben wir genug, das haben wir genug. Es fehlt, glaube ich, nur noch an Öl und diese Bewegungssensoren. Die ich auch gerne immer vergesse. Bewegungssensoren. Geschmiedetes Eisen. Hier ist Eisen drin und auch geschmiedetes Eisen. Wie bräuchten wir dann 4 Stück? Dauert alles noch, ist aber nicht schlimm. Es wird leider nicht diese Hordennacht werden. Aber wir machen uns noch auf den Weg zum Ölschiefer. Das ist mir heute wichtig. Zu. Werden wir Rückzug finden. Mache ich mir keine großen Sorgen. Puh, ich hab's geahnt. Mann. Komplett in der falschen Richtung gedreht. So, Ölschiefer. Also das, ich glaube, das haben wir genug Geschütze, dass ich mutig bin und einfach mal so eine Hordennacht aufnehme. Aber da kommen so viele. Und wir müssen die Geschütze natürlich noch aufmunitionieren. Heidewitzka, was eine Maloche. Das geht eigentlich. Aber es ist halt Maloche. Boah, was eine geile Weitsicht.
bisschen tiefer, sonst sehe ich mir gar nichts. Was? Ist nicht kühl, meine Kleidung? Anfangs wäre es ja ein bisschen kühl, aber dann wird es wahrscheinlich 1000 Grad heiß. Die Rüstung so mitten in der Sonne. In der Wüste. Und das ist Eisen. Oder? Ne, das ist Schiefer. Alles gut. Komm her, Baby. Allzu viel Treibstoff mitgenommen, glaube ich. Wo war ich jetzt? Hier war doch irgendwo, was ich gesehen habe. Einmal kurz weggeguckt, gedreht, komplett Orientierung verloren. Ich werde alt, Leute. Okay, nach 24 Stunden Dienst, wo man eine Stunde ruhen durfte, da kann man das fast verstehen, glaube ich. Da ist die Wüste weg. Achso, dann war es rechts rum, alles klar. Warum muss denn gerade heute eine Hordennacht sein? Das wäre perfekt gewesen. Da hinten. Augen auf beim Öschi-Verkauf. Das ist sehr warm hier scheinbar. Also 24 Einheiten pro. Öl? Boah, da braucht man richtig viel. Ich glaube, das sollten wir hinkriegen. Das sind schon 10 Einheiten. Okay, ist alles gut. Da spaziert es rein. Das ist auch nur ein Level 1 Bohrer, den ich da habe, ne? ...1200 wären 50 mal Öl, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Mit 50 Dosen in Verbindung. Hört sich so viel an. Viel an Upsa. Da kommt man ja so schnell dran. War ganz weg. Und mehrere Sachen. Flöts. Es ist drückend heiß hier. Mach das schnell. Stell dir mal vor, ich muss das alles mit der Axt machen. Mit der Spitzhacke besser gesagt. Das wäre ja die Oberhölle. Tank, 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 ich will das sehen. Wege. Um das Ziel zu erreichen. So. Boah, genau. 2400. Wie komme ich hier wieder raus? Scheiße. Stein. Was soll ich mit scheiß Stein jetzt? Spring!
Freiheit. So. Na, wird sich das lohnen? Nee, ist mir zu weit weg. Bin zu faul. Für einen Superhirn gar nicht so schlau, zum Airdrop zu fliegen. Oh, der gute Geier da unten. Mit denen haben wir schon lange keinen Ärger mehr gehabt. Jetzt brauche ich natürlich noch 100 Dosen, ne? Das ist aber viel. Ich habe da eine ganz seltsame Rechnung. Also ich glaube nicht, dass das aufgeht, was ich mir hier ausmale. Zu früh gelandet, aber egal. Was ist denn da? Und viel mehr Stacheln müsste ich noch gehabt haben für so eine. Na, mal schauen, wie wir das alles hinbekommen. Ist denn noch ein Döschen hier drin? Nein, ne? Schmelzt Eisen. Kann aber auch schon. Wie teuer werden 100? 2 Minuten, aber nur? Da bin ich ja fast begeistert. Ich riech Muffin, ja. Geburtstagsmuffins, aber nicht für mich, weil ich keinen Geburtstag habe. Gucken, ob meine Rechnung aufgeht, aber ich bezweifle stark. Dann verbrennen hier noch ein bisschen Leben. Komm. Bevor der nichts tut. Das faule Stück. Ein bisschen geschwitzt gerade. Ich hoffe, ich bin doch nicht zu langweilig, wenn ich so müde bin. Aber man muss auch trotzdem überlegen, ne? Was passiert hier nochmal? Okay, hier ist noch ganz viel Munition am Craften. Die muss ich dann da rein verbringen. Aber sie braucht auch Platz immer, das ist das Schwierige. Stein ist voll. Ein Stein noch kommt damit. Genug. Ich habe genug Stein. Jetzt habe ich hier doch einen Restwurzel. Ich sag mal, ich würde jetzt den Kampf planen. 150 davon. Pistole. Pistole ist doof. Aber besser als gar nichts, ne? Über, das sind fast 900 Schuss, ey. Und damit über 1000. Müssen wir so ein Maschinengewehr bauen. Halt sich aber nicht ausreichend. Ja, den Strich meine ich. Danke für 100 Dosen in kürzester Zeit. Dann Öl. Darf ich nicht bauen, weil nicht an. Also meine Rechnung wird aufgehen, Leute. Ich glaube, die geht auf. Dauert nur halt eine halbe Ewigkeit. Boah, ein Schattling. Einhundertmal Öl. Oh, habe ich aber gut abgeschätzt. Dauert genau eine Stunde. Und ich brauche Öl. Ich brauche Öl. Da ging meine Rechnung ja doch auf. Super. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, danke fürs Zusehen. Produktion läuft. Bis zur nächsten Folge.